Yo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Und zwar haben wir in der letzten Folge das Medaillon zurückgeholt und haben es dem Blake zurückgebracht. Hier in dieser Farm. Und dann haben wir das hier entdeckt. Da ist ja irgendwie eine Dingens hier, eine Stadt oder was das ist. Ne, nicht eine Stadt, eine alte Fabrik. Und hier sind auch ein paar Leute. Hallo? Söldner? Hey. Weitergehen. Warum sind denn hier Söldner? Hi. Tut mir leid. Nichts zu verkaufen. Ich gehe zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja dort, was du suchst. Vault 81? Wo ist Vault 81? Ist das Vault 81? Nee. Wo ist Vault 81? Wo ist es? Wo? Ist das Vault 81? Lol, da ist Vault 81. Das ist aber in der Nähe von Diamond City. Das heißt, nein, wir gehen da nicht hin. Aber wieso ist da noch ein Seltener bei dem dabei? Blutblatt. Nehmen wir mal mit, oder? Ja. Das ist ein bisschen strange. Was könnten wir denn potenziell von dem klauen? Fusionszellen, Kronkorken, Mais, Spachtel. Aber das ist rot, das heißt, wir sind nicht gerade gut im Klauen. Da ist auch noch ein Haus. Wir gehen mal kurz in das kleine Häuschen und dann gehen wir zur Fabrik. Oh mein Gott, vielleicht können wir hier ein bisschen Loot abgreifen. Was ist das für, aber für ein Haus? Ah. Die zielen aber auch schon auf die Viecher. Okay, gut. Na, ihr scheiß Fleefliegen. Wer sind die Gunner? Ich will auch zu den Gunner. Die sind ja cool. Jawohl, ich habe erwischt. Die ist auch down. Okay. Das ist gerade voll die entspannende Musik hier. Was haben wir denn eigentlich hier drin? Whisky! Ah! Schachtel Zigaretten, da sind Zigaretten, Zigarettenstange, schmutziger Aschenbecher, da ist da noch eine Zigarre drin, ne? Alter, hier hat sich der Typ hier hat sich das hier schön. Der hat sich's hier schön gehen lassen hier, ne? Schön gehen lassen, ja. Ich glaube auch. Da können wir was aufknacken. Na? Na? Falsche Richtung. Ah. Also das war Billie Holiday da. Na komm. Ach komm. Willst du mich verarschen? Jawohl, so. Was haben wir denn da drinnen? Klebeband Silbermedaillon, verstehe ich. Ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Und vor allem ist es ein bisschen radioaktiv verseucht. Jetzt kommt Johnny Mercer. Ich meine, ich finde dieses Lied nicht sonderlich toll, aber es gibt Leute, denen es gefällt. Es gibt Leute, denen es gefällt. Wicked Shipping Flottenliegeplätze. What the fuck? Was gibt's denn hier? Ist ja sehr interessant. Gibt es hier auch Leute? Er sieht irgendwie nicht so aus. Sieht ziemlich verlassen aus irgendwie. Oh, oder nicht? Das ist ein wilder Ghule! Oh Gott, hat er mich erschrocken. Halt, hat er mich erschrocken. Kronkorken, Maulwurfszene, ne. Kronkorken. Wicked Unternehmen. Benutzt der Ölkanister. Benutzbar, weil keiner bringt dafür wirklich viel. Superkleber, Aluminiumdose, Kaugummi. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir den Kaugummi gebrauchen. Irgendwann. Kronkorken. So, da noch nichts mehr. Oh, hier ist eine Powerstation. LOL. Ich würde, wir können das hier benutzen, um wieder eine Siedlung aufzubauen. Ich wette. Wenn es hier schon sowas gibt. Das heißt, hier könnten wir eine Siedlung aufbauen. Cool. Hier ist es ziemlich cool. Ziemlich schön groß. Ziemlich cool groß, ja. Oh, was ist das denn? Siedler. Oh, hier waren Siedler, aber die sind offenbar gestorben. Sprung der Schale. Impro-Pistole. Stecherabzug. Hirsch. Leder. Outfit. Sportbekleidung. Nee, sonst nichts Interessantes. Aber was gibt's denn hier drinnen? Wir können aufmachen. Oh. Ja, fast.
Ah, fast. Jetzt aber, oder? Ah, fast. Jetzt aber. Jawohl. Was haben wir drinnen? Patronen? Patronen, Impro-Pistole, silberne Taschenuhr, Fokusgeld. Die Impro-Pistole brauchen wir nicht. Naja, Munition auf jeden Fall. Ziemlich cool. Aber Munition für dieses scheiß Impro-Gewehr. Das einfach nur mega schwach ist. Ich glaube, hier wird noch irgendwas drin sein. Kronkorken, Kronkorken. Was ist das denn? Wicked Chipping Wohnwagenschlüssel. Aha. Grognar der Baba. Was ist das denn? Kritische Treffer bei Waffenlosen und da kommen wir. Ah ja, okay, es bufft uns wieder. So ein bisschen. Right away, Mutterbeere, schmutziges Wasser, nehmen wir mal einfach mal mit. Tafelmesser. Ach so, ich habe eigentlich am Anfang Tafelwasser verstanden. Aber okay. Ja gut, wir sind nicht bei Pokémon, Stefan. Zigarrenkiste. Ah, komm, für was brauchen wir Zigarren? Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen für einen Wohnwagen. Falls ich das richtig verstanden habe, für welchen Wohnwagen denn? Oh, hier ist anders. Oh Gott. Industrielles Lösungsmittel? Nee. Holzblock-Idee, was ist denn da noch? Pfeffermühle, wow. Radioaktiv und hier ist nichts. Man hätte meinen können, da wäre irgendwas, aber nee. Was ist das denn? Hier ist auch nichts. Schade, schade, Schokolade. Wir haben wieder 9 Stimpaks, geil. Wir müssen nicht mal eins benutzen gerade. Ich habe Angst, dass hier irgendwas ist. Ich fühle mich wie bei Walking Dead gerade, ey. Hab genutzt das Klemmbrett, nee. Oh, Aluminiumdose. Eine Aluminiumdose nehmen wir immer mit. Ich glaube, die brauchen wir wirklich dringend später. Oh. Was hast du gefunden, Hund? Was hast du gefunden, Hund? Was, warum guckst du denn auf... Wo ist der jetzt schon wieder hin, der Hund? Was ist das denn? Okay, er hat eine Plastikgabel dabei. Echt jetzt? Ein Ghoul hat eine Laborstation. Oh. Kronkorken vergoldet. Ah, Schlosserhammer. Nee. So, also wir looten ziemlich viel in der Folge, ehrlich gesagt. Gut, habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Aber passiert. Wir gucken uns dieses Ding gleich mal an, was das eigentlich ist. Ich wollte nur kurz mal hier noch gucken, was es hier noch so gibt. Fusionszellen! Spielzeug Außerirdischer. Oh Gott! Oh, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Scheiß Vieh, ey. Alter, habe ich mich erschrocken. Hat er sich tippet oder was? Da ist offenbar noch einer drin. Hundi. Scheiß Ghoul, Alter. Oh, Hundi. Hundi, hier, nimm Stimpack. Ich weiß, es ist eigentlich voll die Verschwendung, aber der arme Hund, der tut mir voll leid, wenn er leidet. Alter, diese scheiß Drecksghoul, ey. Ich hasse die. Hasse sie wie die Pest, ey. So. Jetzt haben wir eigentlich da groß nichts. Oh, Aluminiumdosen. Das sind aber ganz schön viele Aluminiumdosen. Gibt es denn hier noch irgendwas Interessantes? Neue Waffe wäre geil. Aber irgendwie. Nee. Hier ist auf jeden Fall noch was. Mentos Klebeband. Aluminiumdose! Fühl mich wie ein Kind an Weihnachten, wenn ich Aluminiumdosen finde. Ist der Shit. Das ist alles, was ich je wollte. Aluminiumdosen. Oh, jetzt muss ich hier außen rumlaufen. Ey, wenn ich hier eine Siedlung baue, dann muss ich erstmal den ganzen scheiß Container weghauen. Wieso hat ein Ghoul ein Spielzeug aus einem außerirdischen Spielzeug bei sich? So. Oh, da hinten können wir auch lang. Radio? Was haben wir da? Nee, nee.
Sieht nicht so interessant aus. Kommen wir da hinten überhaupt hin? Irgendwie ja nicht. Oh. Oh doch, kommen wir. Easy. Lebt das Ding noch? Nee. Das tut Impro-Pistole. Wow. Wow, 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 wow. Aluminiumdose. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Oh, aber da sind Patronen. Wir können jetzt nehmen wir mal mit. So, aber ansonsten ist hier nichts mehr. Das war's so ziemlich. Cool, schade. Ich dachte, hier ist ein bisschen interessant. Wobei, da gibt's noch was. Terminal benutzen. Robo-Passwort. Oh Gott, willkommen bei Terminal von Roboco. Okay. Was könnte denn das Passwort sein? Hole. Nee. Save. Oh, lol, nice. Protektronsteuerung. Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus. Okay. Oh Gott. Mehr Zweck Protektron. Ah. Das ist ja cool. Das hier ist jetzt ein Protektron, der jetzt auch mal ein bisschen aufpasst, dass unsere zukünftige Siedlung hier jetzt erstmal ein bisschen in Sicherheit gebracht wird. Wir könnten potenziell auch ein bisschen anfangen, dass wir die Siedlung herzurichten. Weil wir, wenn ich die Werkbank finde, wo ist denn die? Aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber was ist mit dem Schlüssel? Für irgendwas wird doch der Schlüssel gut sein. Können wir mit dem Auto was anfangen? Nee. Können wir! Nice. Kronkorken. Molotov-Cocktails. Ja gut, Molotov-Cocktails. Was haben wir hier drin? Patron. Was ist das denn? Perforierte Impro-Pistole, Jagdgewehr. Naja, alles nicht so geil. Haben wir schon alles. Also, wenn wir das am Anfang gefunden hätten, dann wäre es, glaube ich, geil gewesen. Hätten wir so ziemlich... Das war Anything Goes von... ...ziemlich viele Waffen bekommen. Von Cole Porter. Okay, wo könnten wir denn jetzt lang gehen? Wir könnten eigentlich noch weiter runter gehen. Das heißt, hier lang irgendwie. Da ist bestimmt irgendwas. Und jetzt? Hier kommt eine... Man könnte sagen... Guck mal. Unerwartete Meldung. Jetzt kommt wieder diese unerwartete Meldung, ey. Ich würde sagen, wir machen mal das Radio aus, weil langsam... Klassisches Radio? Nee, fuck off. So, Moment, wir können ja noch... Stimmt, wir können ja noch upgraden, habe ich total vergessen. Wo ist denn Wissenschaft? Das wollte ich jetzt machen. Meisterhändler? Nee. Rüstenmeister ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Waffenfreak ist bestimmt auch nicht schlecht. Schleichen, ne? Sandmann, Hacker, bla bla bla, Schlossknacker, Schmied, großen Schwert. Alter, gibt's viel zu viel Zeugs hier. Da, Wissenschaft. Können wir machen? Machen wir auch. So. Okay, dann haben wir jetzt mal in Wissenschaft ein bisschen was geskillt. So, automatische Speichern, das ist doch schon mal super und prima. Jetzt gehen wir mal ein bisschen da lang. Gucken wir mal, was es da so gibt. Wir könnten eigentlich der Straße folgen. Ja, das können wir machen. Und gucken, was es da hinten so alles gibt. Oh, das Auto ist offen. Können wir da... Ne, da kann man nichts rausnehmen. Schade. Da ist irgendwie irgendwas. Ist aber auch nicht auf meine Karte angezeigt wird. Gehen wir nochmal lang. Also, da ist offenbar irgendwas in der Nähe. Glaube ich jedenfalls. Da sind auch ein paar Autos. Uiuiui, was denn hier passiert? Hier gibt es auch eine Menge Stuff. Da hinten ist. Das da hinten sieht eigentlich ziemlich interessant aus. Wir könnten eigentlich auch da lang gehen. Was ist, oh, das ist ein riesiger Fluss. Und das sieht aus wie... Da ist ein Haus. Da ist schon mal ein Haus. Ah, okay.
Was ist denn das da hinten? Wir gehen mal kurz da hinten, denn da ist irgendwas. Sieht aus wie eine Kiste für mich. Ne, das war nur ein okay. Nur ein Baumstumpf. Baumstumpf. Oh nein. Alter, da unten geht's ja ab. Was ist denn das da alles da unten? Gut, die fighten wenigstens schon mal gegeneinander. Da oben, das sieht ziemlich interessant aus. Aber wir gehen mal erst da runter. Wir sind im Fluss, also im See. Der sieht irgendwie cool aus. Vielleicht gibt's da irgendwas Geiles. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Und ein kleines Häuschen. Vielleicht ist es eine Siedlung. Na, entweder Siedlung oder Raider-Versteck. Aber Walden Pond. Ich glaube, es ist eher eine Siedlung. Oder? Oder gar nichts? Was ist das denn? Sind wir hier? Wir sind nicht in Gefahr. Was ist das denn? Provisorische Bombe. Feder und Kupfer bekommen. Das können wir auch aufmachen. Alter, das wird ja langsam richtig interessant. Wenn man die Welt von Fallout so ein bisschen erkundet. Ja, es ist schon, ja, ist schon ganz interessant. OP-Tablet, Sonnenbrille. Ja, brauchen wir alles nicht. So, hier ist eine Angel. Ja, eine Angel, ne. Ich bin nicht so der Angelmensch hier. Antiker Globus. Da ist noch eine Bombe. Hey. So. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte schon, der Hund läuft da durch. Aluminiumdose. 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 Ganz viele Aluminiumdosen. Ey, hier sind echt viele Aluminiumdosen. Oh. Wow. Hund. Intelligenzbolzen, ey. Ey, ich darf den eigentlich echt nicht so einfach so rumlaufen lassen, weil der zündet hier noch alle Bomben. Ich dachte schon, da draußen ist irgendwas, aber nee. Hier ist sonst... Ist hier noch eine Bombe oder so? Eine Kochplatte. Kronkorkenvorrat, 20 Stück, nice. Was haben wir da? Kochplatte, nehmen wir auch mal mit. Abgeschlossen. Ach Mann. Da ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Da ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Da ist irgendjemand. Guck mal da kurz hier in den Haus, im Haus rein, was es hier gibt. Automatische Tour. Was? Alkohol! Bourbon. Alter, wir haben schon Whisky, Wodka und Bourbon gefunden. Allein in der letzten Folge und in dieser. So, aber bevor wir dahinter gehen, weil es sehr, sehr interessant aussieht, werden wir den Party erstmal kurz beenden. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Fallout 4. Haut rein. Bis dahin. Ciao!